Willkommen zurück zu Spellforce. Beim letzten Auf Mal mein haben Zeichen. wir Sofort. einen Feldherrn geheilt, der uns dann Zum einen Teil seiner Angriff. Armee jetzt gibt, um eigentlich die Monumente zu befreien, die wir schon befreit haben. Nichtsdestotrotz Für den Orden. Zweckentfremden wir das Ganze Runenkrieger, zu mir. Und versuchen damit jetzt alles schon mal zu unseren Gunsten halt hier quasi zu In die lenken. Schlacht. Und das klappt. Mir Das haben wir nach. da hingestellt. Hier. Ja, das lief ja gut. Für die Freiheit. Unterstützung war doch hier auch zum Heilen, ne? Oder? Weiß nicht. Ich muss kurz gucken. Leichte Heilung, genau. Kriegst du 10 weitere leichte Heilung. Auf mein Zeichen. Okay. Mir nach. Also. Kämpft, Männer! Oh, ist okay. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt schneller Gebäude kaputt. Für die Freiheit! Mammut kommt nicht ran. Bedauerlich. Für den Orden! Aber hier jetzt. Außer stellt sich doof hin, weil er immer um das ganze Gebäude rumlaufen muss, um anzugreifen. KI in manchen Strategien spielen. Schön. Da kann jetzt auch dieses Spiel speziell nichts für. Es gibt mehrere, die sind halt dahingehend nicht perfekt. Und los! Ne? So, das war's mit denen. Dann können wir jetzt gucken, Schnell. Dass wir vielleicht hier unten alles Mir niedermähen. Nach. Bevor wir dann hier hinten irgendwas machen. Ich bin ja vom Stamm der Abwarten. Wir warten gerne mal ab. So. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Das denken sich die ganzen Krieger hier beim Marsch durch die Wildnis. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Haben wir schon gewonnen? Naja, das war dieses eine Gebäude, was nirgendwo zugehörig ist. Weder Feind noch Freund. Hier ist so neutral. Die wohnen da nur. Die wollen niemandem was. Wie gesagt, ich könnte jetzt auch einfach irgendwelche Schnell. Monumente aufbauen. Aber dann wird es halt schwieriger, sag ich mal. Weil noch mehr Gegner spawnen und die anfangen halt irgendwelche Angriffe zu starten und so. Und naja, mal gucken, ob wir es so hinkriegen. Ich bin eigentlich guter Dinge. Nicht felsenfest von überzeugt, aber ich bin guter Dinge. Und los! Oh, hier? Ah, Mir nach! Hier. Okay. Ich hätte jetzt gerade eben gedacht, das ist eine Etage tiefer, aber. Ah ja, doch, da ist ja diese komische große Stadt. Schnell! Hier ist so ein kleines Ding. Kargansgorn. Nur meine Fee. Mummel platt. Vorwärts! Sofort! So. In die Auf Schlacht! Da. Bereit! Hier! Auf mein Zeichen! Ja, das war's mit denen. Für den Orden! Ja.
So, die beiden, die eine Heilung brauchen, haben eine Heilung gekriegt. Auf mein Zeichen. Läuft. Für den Orden! Ja, folgt mir. Der Rest gepult, okay. Sofort! Da sollen sie auf die Skelette gehen, das ist halt so wild. Mir nach! Für die Freiheit! Auf mein Zeichen! Oh nein, einer meiner Beppos ist tot. Oh ne, es war einer seiner. Okay. Ja. Zur Ehre Aonirs. Okay. Und immer schön looten. Was haben wir denn hier? Was haben wir da? Ein Seelenstachel. Hundekämpfer mal waren Stufe 9. Okay. Nee, stehender bekämpfen jetzt. Ja, so rum können wir mal machen. Weil er hat mehr Leben. Für die Freiheit! Noch kann ich auch nicht ausrüsten. Ich brauche dafür immer Stufe 10. Okay. Vorwärts! Wieso kann ich jetzt keine Unterstützung machen? Ach, ist wahrscheinlich noch Abklingzeit, ne? Und los! Okay. Wo geht's hier eigentlich hoch? Und wer ist Paul? Die Frage, nächste Frage, ne? Da oben gibt's ein paar mehr Gegner. Mir nach! Dann mache ich dann tatsächlich erstmal Monumente Gedöns. Ich glaube, das wird mir sonst eventuell zu heikel. Können wir auch gucken, was wir denn genau mit den Elfen alles anstellen können. Dann können wir unten vielleicht auch die Stadt ausradieren und. Man kennt das Prozedere ja schon, ne? Frage ist, sind jetzt hier wieder diese zahlreichen Goblins, die allerdings aushalten, oder wie? Ne, sind ja nicht mehr da. Okay, doch, da sind sie. Na dann, drauf da! Das sind echt ein paar. In die Schlacht! Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Zum Glück fallen sie um wie die Fliegen. So. Einmal Unterstützung. Und dann aktivieren wir das Zeugs hier. Und Rune. So, Questbuch aktualisiert, das ist ja was schön. Was ihr wollt. So. Die Rune ruft. Meine heilige Pflicht, ja? Erstmal ein paar Bäumchen. Schon unterwegs. Sprecht. Viel anderes habe ich jetzt ja nicht, ne? Das braucht ja auch alles. Holz. Was anderes als Holz brauchen die ja hier gar nicht. Sprecht. Sind ja Elfen. Ich eile. So sei es. So, dann. Sofort. Stellt ihr euch mal da vorne hin. Und er hier. Geht da drüben rüber.
Boah, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wir können ja immer hier ein paar Helden machen. Was war am Hammer? So, Priester Martikus oder halt Schützin. Die Schützin war gut und den Priester müssen wir erstmal ausstatten dann gleich. So, jetzt kannst du hier unten hin. Die Rune ruft. So, machen wir gleich noch Holzfällerhütte. Zusammen mit einem Förster, das klingt eigentlich ganz gut. Und eine Sägemühle dazu. Ja. Hier haben wir gleich genug Holz. Oh, ich wurde gesehen. Oh nein. Wie ihr wünscht. Wo ist er denn lang gegangen? Ach du Scheiße. Was sind denn das hier für Orks? Warum kommen die denn hierher? Was ist da los? So, was du wünscht hier? Die Rune? Das machen wir gleich. Standhalten, kann man sicher gehen, dass wir die Orks hier alle platt haben. Nicht, dass es hier gleich furchtbar unangenehm wird. Da stehen jetzt auch welche. Besammeln sich. Stehe bereit. Alles klar. Da oben kommt so ein Goblin. Das Bauwerk ist vollendet. Runenkrieger, zu mir! Also wir hauen Gegner schon wir wirklich gut angegriffen. Um. Muss man ja doch mal sagen. Aber eigentlich wollte ich da unten das aktivieren. Jetzt kommen von da unten. Ach, dann kommen jetzt hier welche von da. Ach du Scheiße. Ja gut. Kriegen wir aber irgendwie gebacken. Die Rune so, befehlt. Wir wollen ihn immer noch ausrüsten. So. Charisma, ja, mach mal. Weisheit, ja, mach mal. So was. Geschicklichkeit, Weisheit, ja, weiß nicht. Nimm mal das. Intelligenz plus 5, klingt gut für einen Priester. Brauch auch keine Hose mehr, okay. Wenn ihr so ein tolles Keulchen und Stäbchen hier hast. Alles klar. Was hast du? Aura der Streiter. Krankheit heilen. Heilung. Okay. Zum Befehl. So. Die Rune ruft. Haben wir schon genug Arbeiter? Ja, haben wir. Was ist euer Begehr? Was ist euer Begehr? So, dann kannst du dazu jetzt. Sägemühle geht noch nicht. Ich brauche jetzt das kleine Haupthaus dafür. Dann machen wir es eben. Auf der Stelle. Jeder fix. Erstmal irgendwie hier um alles kümmern. Dann sehen wir weiter. Zu Diensten. Ärmel hoch und los. Die Linien müssen halten. Die Rune ruft. Zu Befehl. Greift sie auf an. Sie. Nicht, dass sie sich in größeren Heerscharen hier versammeln. Vorwärts, Krieger. Alles klar. War auch blöd, dass der Priester halt so weit nach vorne geht, ne?
Zu Diensten. So, haben wir hier irgendwas? Da haben wir Eisen. Ja, mach doch mal ein bisschen Eisen. Also, Stein brauchen wir eigentlich primär, ne? Brauchen wir einen Stein? Haben wir keinen Stein? Wir brauchen definitiv Stein, weil sonst haben wir ein Problem. Weil dann fehlen uns wichtige Ressourcen. Die Rune ruft, greift sie an! Ja, ich werde überall gerade entdeckt. Ja, ja. Keine Steine. Also keine herkömmlichen Steine so zum Abbauen, weißt du? Da ist noch so ein toter Goblin, der hat wahrscheinlich eh nur eine Keule dabei. Hier. Ah, ich bin auch. Was wünscht ihr? Manchmal ein bisschen doof, oder? Ja, wo? Hä? Wird sofort ausgeführt. Ach, hier ein Skelettkampf ging. Okay. Skelett gleich down. Das ist keine Übung. Ja. Herr der Rune verfügt über so. Mich. Kann ich schon Türmchen bauen? Erstmal 50, weil den würde ich hier erstmal hinsetzen, damit ich ein bisschen Ruhe habe. Was wünscht ihr? Steinbruch. Damit das immer gemacht ist, weißt du? Verfügt über mich. Hier Holzfällerhütte. Schon dabei. Und hier das für Eisen. Was wünscht ihr? Wird sofort erledigt. Was wir haben, haben wir. Gut. Ja? Dann kannst du jetzt Sägemühle hier machen. Wie ihr wünscht. Ein paar von euch dazu. Damit wir gleich hier so einen Förster machen können. Für unendlich viel Holz. Quasi. Wo ist der denn hingelaufen? Willst du mich verarschen? Runenkrieger, zu mir! Also sonst laufen sie auch nicht irgendwie unbedingt dahin, wo sie hin sollen. Plötzlich ist er im feindlichen Lager. Muss man verstehen? Nein. Ist es, wie es ist? Ja. Gebäude wurde errichtet. So. Auf jeden Fall hier eine Schmelze neben ran. Zu Diensten. Wenn ich es finde. Ja, brauchen wir aber ein kleines Haupthaus dafür. Gehen wir es an. Mach mal. Hier bin ich. Und du machst hier oben ein Turm. Damit wir so ein bisschen unsere Ruhe haben. Oder mehr Ruhe. Haben, so. Wir haben auch keine Skelette mehr. Kann man ändern.
ihr baut. Wer ist da? Hier hin. Zum Ruhme Arins. Schlagt sie zurück. Da ist die Holzproduktion auf jeden Fall safe. Die hätten wir uns jetzt theoretisch mit den Menschen auch ersparen können. Oh, Moment. So, da gab es ganz kurz einen Paketboten, der mal eben ein Paket da lassen musste. Ja. Wie das halt manchmal so ist, ne? Das ist ein Hinterhalt. Eine Samtrube. Das ist doch toll. So, es wird auf jeden Fall spannend hier gerade, weil relativ viele Angriffsfronten sind. Und ich mich jetzt hier auf Meeres konzentrieren soll. Das kann ja gut werden. So, dann bauen wir hier nochmal ein 11, auch wenn meine Runenkraft jetzt nicht unbedingt die höchste ist. Zur Stelle. So, dann können wir vielleicht schon mal gucken. Bärensammler brauche ich, glaube ich, jetzt hier weniger. Ich würde mich auf eine Getreidefarm konzentrieren oder zwei. Bogenturm, nein, das ist quasi nur ein Turm. Jagdhaus, nein. Waffenkammer für Kämpfer. Ja, ich glaube das mal. Okay. Das wäre zumindest ein Anfang. Was wünscht ihr? Und dann gucken wir, wie wir mit den Menschen hier gleich weiterverfahren werden. Manchmal würde ich hier gerne einfach mehr rauszoomen. Gebäude wurde errichtet. Ich kann halt diese Ansicht machen, aber das nicht mehr rauszoomen. Zu Diensten. So, genau, wir wollten ja die Schmelze hinstellen für erhöhte Eisenproduktion. Ganz wichtig. Was für ein Geräusch. Irgendwas wurde gerade angestöpselt oder abgestöpselt. Man weiß es nicht. Ach, hier. Hier werde ich wieder angegriffen. Okay. Ich glaube, hier ist auch Zeit für einen Turm oder so. Achso, die zwei sind das. Dann machen wir Turm hier. Und noch ein daneben irgendwie. Wir werden angegriffen. Nehme ich mit. Zu Diensten. Schon dabei. Kann das andere Ding machen, bitte. Vorsicht, Gegner. Kommen immer mehr. Jungen gehen die Goblins in die Richtung. Ja, es wird ja lustig. Zu euren Diensten. Vielleicht wird es dann doch mal Zeit für Bogentürme. So, wir können auf jeden Fall zurück machen. Das kostet auch nur Holz. Keine Nahrung, kein gar nichts. Das ist schon nett. Wir brauchen halt dann nur Nahrung, um das hier zu erhöhen. Zu euren Diensten. Ja. Wachel Schild aus 1100. Das klingt gut. Nehmen wir. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ja, und dann mal gucken. Wie gesagt, wir wollen ja hier Getreidefarm haben für Nahrung. Ja? Hier. Wird sofort erledigt. Hier bin ich. Mit zwei weiteren, die da helfen können. Hier bin ich. Herr der Rune? So. Wird sofort erledigt. Der ist fertig. Kannst du mal damit helfen? Ich glaube auch nicht, dass wir sonderlich mega krass viel Soldaten brauchen, aber so ein bisschen auf jeden Fall. Okay. Unangenehm. Ich werde angegriffen! Bringt euch in Sicherheit! So kann man auch Arbeiter verlieren. Was wünscht ihr?
Schon auf dem Weg. Wir müssen halten. Ein Überfall. Ja, ich bin schon dabei. Wenn er denn auch angreifen würde manchmal. Standhalten, Männer. Okay. Herr der Rune wird sofort erledigt. Auf geht's. So, jetzt sind wieder 5 da drin. Okay. Was ist hier los? Können die nichts mehr machen, weil ist alles voll oder was? Das heißt, die brauchen auf jeden Fall mehr Platz, wenn ich mal sowas platziere. Okay. Soll mir recht sein. Sind überall. Verfügt über mich. An die Arbeit. Ruf die Wachen. Was wünscht ihr? Ich werde angegriffen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Herr der Rune. So, wir müssen jetzt so langsam uns um Zeug kümmern. Nahrungslager hier bei Getreidefarm irgendwie mit hin. Wird sofort wäre erledigt. Schön. Oh, guck mal, das Ding können wir auch direkt besetzen. Ruf die Wachen! Ja, langsam gehen die mir ein bisschen auf den Keks, ne? Ja, nur so ein bisschen. Ein Überfall! Verfügt über mich! Ruf die Wachen! Verfügt über mich! Ja? So, jetzt haben wir hier keinen mehr, der am Stein arbeitet. Okay. Er arbeitet auch nicht mehr. Die Stadt wird angegriffen. Ich habe jetzt auch keine Aria-Quelle irgendwo gesehen. Verteidigt unsere Stadt! Ja, ich mache ja gleich. Kann ich kein Bodenbild jetzt machen? Doch. Das Haupthaus. Machen wir mal das Ding hier. So, die 5 gehen da rein. Wird sofort erledigt. Du reparierst. Und du verteidigst hier. Ein Überfall! Runenkrieger! Schmiede brauchen wir noch. Auf mein Zeichen. Ruf die Wachen! Ja, die stehen da so doof. In die Schlacht! Vorsicht, Gegner! Gebäude wurde errichtet. Die Stadt wird angegriffen. So, Schmiede. Nein, das ist der Schmelzer. Ruf die Wachen! Auf geht's! Ja? Wird sofort erledigt. Bisschen nervig. Gerade. Aber ich krieg das hin. Oben ist ja hier auch relativ ruhig. Was nichts heißen muss. Elfische Unterstützung kommt auch bald. Vielleicht lassen wir die auch hier vorne und machen hier unten nur die Menschenunterstützung. Mal sehen. Wir müssen halt immer Nahrung hier kommen, ne? Und für so ein paar Soldaten auch erstellen können. Ein Überfall. Wie er da steht und nicht mal selbstständig was machen kann. Hier bin ich. Gehen wir es an. Wir stehen unter Beschuss. Ja, an die Arbeit. Dort entlang. Wird sofort erledigt. Ruf die Wachen! Ja, es gibt welche, die können halt wirklich nicht selbstständig arbeiten. Ich werde angegriffen. An die Arbeit.
Mal selbstständig irgendwas angreifen. Ich glaube, wir brauchen gleich einen neuen Arbeiter. Hier ist natürlich das Ding auch relativ zugebaut, ne? Oh, was willst du machen? Ist wie es ist. Ja, okay. Suche jedes Mal die ganzen Dinger hier. Fischer. Geht nicht. Wir können natürlich irgendwo ein Jagdhaus noch hinbauen für Gedöns, aber irgendwie. Wird sofort ausgeführt. Mein Bogen für die Rune. Seid auf der Hut. Zu Befehl. Alles klar. So. Da haben wir die. Hier unten müssen wir dann auch mit relativ wenig Einheitenfreiheit zurechtkommen. Ein paar Bogenschützen und ein paar normale Krieger können wir machen. Weil keine Aria-Krieger. Ohne Aria ist natürlich ein bisschen doof. Aber was willst du machen? Ist ja nicht so, als hätten wir keine Auswahl, ne? Zu Befehl! Für die Rune! Haltet durch, Männer! Für das Licht. Wieder hier so rumspazieren gehen. Durch, Männer. Für das Licht. Wird sofort ausgeführt. Gehen hier unten wieder sehr viele. Da kommen sehr viele. Also sehr viele ist relativ. Aber trotzdem. Was wünscht ihr? Dort entlang. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer. Ist hier mal irgendwie was fertig hier? Schießstand, Schmiede. Wo ist meine Schmiede, die ich gebaut habe? Da. Das heißt, ich kann doch jetzt. Wieso? Ach so, ach, weil ich ja schon 10 Krieger habe mit denen von den. Zu Diensten. Von den Waldelfen. Also ich muss im Moment wirklich einfach auf Nahrung warten. Und ich dachte halt, ne, Getreide, ja, das läuft. Ja, Pustekuchen. Jetzt fängst du langsam mal an, ja? Wenn es hier zurückgebracht wird. Erste Ernte. Okay. Also es dauert noch ein bisschen. Verfügt über mich. Ärmel hoch und los. Ruf die Wachen. Das ist so die Frage. Will ich erst hier unten? Will ich erst die Orks da oben? Sind alle nervig. Alle. Bringt euch in Sicherheit! Schon auf dem Weg. Bin unterwegs. So, ich kann 5 Einheiten machen. Wow. Dann machen wir euch. Bis Erste. Dann mal gucken. Ich bin echt am Überlegen, ob ich hier oben den Weg hier lang gehe. Um hier zu irgendeinem Orkdorf oder sowas zu kommen. Aber ich denke auch, wir machen hier an dieser Stelle dann weiter in der nächsten Folge von Spellforce. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.